Jena Dewan, erster Red Carpet-Auftritt nach Trennung. Diese Trennung war ein echter Schock für die Fans. Vor wenigen Wochen verkündete das Hollywood-Traumpaar Channing Tatum, 37, und Jena Dewan, 37, sein Liebesaus. Von einer Schlammschlacht gab es allerdings keine Spur. Die beiden Schauspieler haben sich offenbar im Guten getrennt und scheinen diese Entscheidung gemeinsam getroffen zu haben. Bei ihrem ersten Red Carpet-Auftritt als Single Lady strahlte Tänzerin Jena über beide Ohren. Im Rahmen der 5. St. Jude Hope und Heritage Gala wurden sie für ihren Einsatz im Bereich der humanitären Kinderhilfen geehrt. Für diesen Anlass hatte sich die Beauty mächtig in Schale geworfen. In einer traumhaften, bodenlangen Robe mit Blumenmuster war sie ein echter Hingucker auf dem roten Teppich, doch ihr schönstes Accessoire war ihr bezauberndes Lächeln. Sie scheint das Ende ihrer Ehe mit dem Magic-Mike-Darsteller ziemlich gut zu verkraften oder weiß ihren Liebeskummer einfach gekonnt zu verstecken. Dass sie endgültig mit ihrem Gatten abgeschlossen hat, bewies die Brünette schon vor wenigen Tagen, als Fotos auftauchten, auf denen sie einen ziemlich nackten Ringfinger präsentierte. Auch ihren Namen hat die 37-Jährige auf ihrem Instagram-Account trotz noch bevorstehender Scheidung bereits geändert. Das heißt nun, ihre Tage als MRS. Tatum sind damit wohl gezählt.